Ja, perfekt. Steini heute gefährlich. Achtung, Achtung, Steini ist unterwegs. Hey, hallo! Stopp, Polizei! Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem Full Icon Battleship! Freunde, heute Full Icon, heute Battleship heißt heute Fullbruch. Also zumindest einer von uns beiden, würde ich jetzt mal so behaupten. Könnte auf jeden Fall passieren, denn die Teams sind natürlich auch dementsprechend dann teuer. Steini, wie sieht's aus? Bock heute was zu diskarten? Also mein letztes Full Icon Battleship hat in der maximalen Katastrophe geendet. Ja, sind drin die vier Brüder hier. Ich hoffe, das passiert heute nicht wieder so. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Wir haben bei dir auch eben was schon aufgenommen. Ja. Hast mir schon ein bisschen wehgetan. Deswegen habe ich Bock jetzt. Ich habe Bock. Und ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das Ganze sieht so aus. Wir haben ein Team gebaut. Die müsstet ihr eigentlich schon jetzt hier sehen. Und wir packen jetzt alles auf die Bank. Dann wird alles durchgewürfelt. Und ich habe extra mit sehr viel Kopf gebaut, Freunde. Ich habe nämlich geguckt, dass sehr, sehr viele Spieler auch eine zweite oder sogar vielleicht eine dritte Position haben. Mal gucken, ob das gut ist und ob ich am Ende vielleicht ein paar Gamechanger bekomme. Steini ist natürlich Profi. Der weiß, wie es läuft. Im Diskarden bin ich Profi, ja. Ist richtig. Ja. Dann zeig heute dein ganzes Können, bitte. Okay, dann brauchen wir gar nicht viel labern. Gehen wir rein, packen auf die Bank, ja. Auf geht's. Okay, Steini, wie sollen wir es machen? Ich würde sagen, du kannst mir gerne vorne drei Spieler geben. Drei Stück? Ja. Alles klar. Linker MS hätte ich gern die Nummer 8. Du fängst Bombe an. Das ist direkt mein Bronze. Träumchen. Im Sturm die 7? Ja. Und der andere MS die 9. 9. Okay, ich muss sagen, ein Game Changer immerhin. Das ist mal wichtig. Let's go. Okay, dann du hast die gleiche Formation, ne? Ja. Da machen wir kurz und schmerzlos. In dieser Runde gehen wir mit auch schon, ich glaube, auch schon was in der Mitte. 8 kann gerne in den Sturm. Ja. Die 7 links. Ja. Und die 11 rechts. Oh, das wird böse, glaube ich. Okay, dann geht's auch schon ins Mittelfeld. Ja. Ich könnte jetzt hier ein bisschen Chemie gebrauchen. Von links nach rechts, 1, 2, 3. Okay, ging schnell. Über den bin ich ganz glücklich. Kann er? Den kann man vielleicht wechseln. Aber gut. Ist mir halt schon einen weggenommen, das ist nicht gut. Ich habe das Gefühl, 1, 2, 3 klingt nicht gut für dich. Ich mach lieber 4 links. Mitte die 10 und die 6 nach rechts. Mitte die 10, 6 nach rechts. Yes. Ja, weiß ich nicht. Boah, was? Ich kann noch gerade, ich kann 1, 2, 3, 4 Gamechanger noch kriegen. Steini. Und das Gute ist, die können untereinander auch ein bisschen die Position switchen. Also möglich ist hier noch alles. Ah, dann machen wir linker Verteidiger die 10. Welcher ist das? Das ist 8, 9, 10. Ja. Linker IV, die Nummer 4. Okay. Rechter IV, die Nummer 5. Ja. Und RV, die 11. Ist das der letzte? Vorletzte. Du hast mir keinen einzigen gegeben. Du hast mir keinen einzigen gegeben. Unfassbar, wirklich. Aber ich glaube, so vom Gefühl her ist es nicht ganz so wild, weil es sind halt fast alles Verteidiger. Gut, dann hast du jetzt noch die komplette Defense. Ja. Die 5 darf links. Moch. Die 9 und die 3 von links nach rechts in die Defense, Innenverteidigung. Mhm. Und die 2 darf rechts. Das ist komplett ein Scheiß gemacht, Alter. Ist auch gar nichts. Gar nichts. Ist der Torwart denn schon drin? Nein. Oh. Oh, bei mir ist er drin. Ja, dann in die 6.
Das ist big. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil ich habe... Erstmal gebe ich dir noch eine Nummer. 1 oder 12. Wo packt man den Keeper hin? 1 oder 12? Ich gebe dir die 12. Ja, danke. Puh. Okay, bist du Game Changer? Ein. Ein? Ich habe auch nur einen. Ich habe wirklich auch nur einen, ne? Boah, das ist sehr unangenehm. Ich kann halt leider hier auch nicht viel machen, also... Ich kann mir entweder hier hinten Ruhe machen, oder ich kann mir vorne Entlastung, aber... Ich gehe safe so. Ich brauche das. Dann kann ich den nämlich noch switchen. Der Mann kann halt gefühlt alle Positionen. Aber hier in der Defense hättest du mir wirklich ein bisschen noch was geben können. Die sind alle kunterbunt durchgemischt. Aber das wird schon. Das wird schon. Ich pack Kenny vorne hin. Carlos Alberto ist bei mir draußen. Und bei dir? Cole. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Team stehen, gehen wir rein. Oh, wen haben wir denn im Tor? Ein kleinen Mann. Ach, und der rennt mit Putra da vorne rum, ey. Ja, und das Mittelfeld mit Rulitz und Xavi steht auch. Das. Jetzt geht's los, auf geht's. Ja, perfekt. Steini heute gefährlich. Achtung, Steini ist unterwegs. Hey, hallo, der Polizei. Erste Regel beim Battleship Steini, stelle den Keeper niemals irgendwo ganz nach außen. Ja, waren ja nur noch zwei über. Er steht aber sein Schukwamuwamekwa. Schukuwakamaka. Er riecht eine Abseitsfalle. Boah! Scheiße, Alter! Ui! Ah. Ui! Boah, ich weiß nicht, von wo soll ich denn mal schießen? Boah! Katze! Oh, was? Nein! Puh. Viele Chancen krieg ich nicht! Das ist ein Traumding. Boah, what the fuck? Wo kommt das denn her? Hä? Oh, oh. Oh, da kommt er raus. Bitte schneller! Oha! Ey, was macht er denn jetzt? Hä? Und sowas gibt nie rot, ne? Sowas gibt nie rot. Ja, wieso pfeift denn der da ab? Oh mein Gott, Hilfe! Oh, Starchy. Gut. Das, was ein Keeper macht, Alter, so ein bisschen Sidesteps, wenigstens rennt der einfach nur gerade, Alter. Ja, jetzt knackt die Woche, ey, Scheiße. Ach, komm schon. Oh, oh. Boah, also das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen. Wie zum Teufel, was hat er denn da gemacht? Und dafür klingelt der. Oh Gott! Oh, oh, oh. Ja, den keine Ecke, keine Ecke! Boah, ist Deutsch jetzt. Ey, dein Kohl, ne? Der haut da aber Dinger raus. Den einen oder anderen, den pflückt da raus. Oh, Diarra, was tut er denn? Er stellt ihn. Das ist das zweite Mal heute. Oh, das war mein Bronze. Ei, was machen denn deine Jungs da? Das war eine Einladung. Also das wird auf jeden Fall das letzte Full-Icon-Battleship auch sein, was ich aufgenommen habe. Zweimal hintereinander. Jetzt habe ich schon wieder ausgewechselt! Hast schon wieder ausgewechselt? Wer kam denn jetzt rein? Oder? Ist ausgewechselt? Nee, ist nicht ausgewechselt. Ist noch abgebrochen. Und ich will immer weiter drücken und dann kommt unten dieses Einwechselfeld-Scheiße. Das nennt man aber auch normalerweise Cheaten. Ist... Ich habe eh nur Bronze auf Bank. Oh. Mann, und dann ist Andersa. Da so ein scheiß Wandersa drin, der 8 Meter groß ist. So einen kriegt ihr eigentlich auch noch gern. Einmal drücken, ey. Die müssen doch reingehen! Der Mann, der fliegt da hinten drin.
5 Sterne Weakfoot, stabil. Jetzt kommt die altbekannte Zündung. Zündung! Kriegst keinen dahin? Jo, jo, Alter! Alles nur Statisten da bei mir, ne Vater. Jo, auch der Abwurf war gut. Ja, das ist noch nicht mal eine vernünftige. Aber guck mal, wie viel Meter du dem holst! Ja, starke Annahme von Moore. Techniker. Ist doch nicht normal. Ja, was mache ich jetzt? Gehe ich drauf, lasse ich die Mitte offen. Eigentlich egal, was ich mache. Eieiei. Sechs Stück, Alter. Boah, sechs sind wirklich. Da tut ja. Das ist immer, ich werde kein Full Icon mehr aufnehmen. Ist mir scheißegal, wer mich fragt. Pech, nehm was anderes auf oder ich nehme nicht mehr auf. Full Icon ist Feierabend bei mir jetzt. Zweimal hintereinander so fett auf die Fresse gekriegt. Herr im Himmel. Normal, Alter. Also wer das Video halt bei Steini schon gesehen hat, weiß, ich habe auch dick discarded. Deswegen fühle ich mich gerade, ich fühle mich ehrlich gesagt scheiße, muss ich ehrlich sagen. Weil es ist halt so. Ich muss halt meinen Torwart woanders hinstellen und nicht auf Position Nummer 1, wie der letzte Esel. Da hätte ich einen Keeper gehabt und dann wäre... Wobei Cole hat ja gar nicht so... Wobei zwei waren auch wieder schwierig. Aber er hat schon ein paar Flugmeter gemacht, ja, hat ein paar Meilen gesammelt. Ist heute richtig, okay. An ihm lag es nicht. Steini, dann hau weg deine drei Stürmer. Und deine drei Mittelfeldspieler. Kenny Dalglish, World Cup, Moore World Cup, Hagi World Cup, Del Piero, Zambrotta und der beste Torwart auf dem Planeten, Cole. Das hört sich jetzt so nach dem ersten, es ist kein übertriebener Kracher dabei, aber wenn du halt alleine schon überlegst, die kommen halt über die Masse, Alter. Icon, wenn nur eine Icon einfach 200k kostet, ist das so. Ja, die kommen halt über die Masse. So, ist alles drin hier, die drei Brüder. Oder die sechs vielmehr. War schön. Peace euch. Danke für nichts. Tschüss. Steini. Mann, ey. Ich glaube, wir sind jetzt in den beiden Aufnahmen ungefähr gleichgezogen vielleicht. Vielleicht liegst du so ein bisschen Nasenlänger noch vorne. Ich musste, glaube ich, ein bisschen mehr noch. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wenn wir die 5000 Likes hier knacken, dann kommt Steini nochmal zurück mit einem Full Icon Battle. Ab, Alter. Aber dann baut er nur nichts FIFA, die mit mehreren Second Position oder so. Ein Drecksformat. Ja, Battleship sehe ich auch so. Absolutes Schmutzformat. Nicht mehr aufnehmen. Gut, schaut bei Steini unbedingt vorbei. Da haben wir natürlich auch was aufgenommen. Und lasst den Mann Liebe da. Und du gehörst das letzte Wort. Ja, schöne Restwoche. Wann immer das Video hier online kommt, bleibt gesund und Dieter, ja, auf Wiedersehen.